Frank Frazetta. Der Schöpfer von Conan stieg doch tatsächlich in der Comicwelt ab, um seinen Death Dealer zu hinterlassen. Zwei Jugendliche flüchten vor einer Horde untoter Krieger in den Wald, aber nicht irgendeinen, sondern den, in dem der Baum der Bäume herrscht. Und wir befinden uns hier in einer dunkleren, düsteren Metal-Fantasy-Welt, in dem wir statt eines Erdkerns ein riesiges, pumpendes Herz des Bösen haben, das von einem riesigen, dreiköpfigen Nemesis bewacht wird. Doch es geht in erster Linie um die Stadt Mirahan. Mirahan ist eine Stadt, die sich leider zu oft Kriegen und Hungersnöten hingeben musste, weshalb die Stadt immer kaputt ging. Immer weiter kaputt ging. Doch werden sie eine Chance gegen die Armee der Finsternis haben? Doch noch größer ist die Frage, wird sich ein neutraler Sensenmann in Form eines Barbaren, der sich durch Krieg und Tod angezogen fühlt, überhaupt erst die Mühe machen, um den Leuten zu helfen? Das war's, also mehr will ich euch von der Story bisher nicht verraten. Und wenn man dieses Comic gelesen hat, dann weiß man, wovon sich Capullo und McFarlane die ganze Zeit inspirieren ließen. Ein kleines Manko für mich ist, dass der Comic viel zu kurz ist. Der Death Dealer nimmt hier die Rolle des Spawn im nächsten Spawn-Film ein, sofern Todd McFarlane endlich das gottverdammte Drehbuch zusammengeschrieben hat. Er befindet sich eher außerhalb des Kunstgemäldes und ist nur im Rahmen. Aber ich kann trotzdem damit leben. Gezeichnet wurde das Ganze von Nate Jones. Wer Spawn kennt, also die wahren Spawn-Kenner sollten auch Nate Jones kennen. Er ist zwar kein Capullo oder Medina, aber er weiß dafür, wie man moorige, ekelhafte Bilder zeichnet. Dafür, dass das Comic recht kurz ist, kommt man mit Monstern und anderen Zombies nie zu kurz, und was ich auch gut finde. Erfunden ist die Figur übrigens von Frank Frazetta, der Schöpfer von Conan, und ich bin sowas von froh, dass es Ned Jones und nicht Simon Bisley gezeichnet hat. Es gab in den 90er Jahren auch eine Comicreihe, die hieß Death Dealer, aber Simon Bisleys Stil fühlt sich dann in der Hinsicht wie ein schlechterer Frank Frazetta an. Und das wollen wir nicht, oder? Und übrigens, das Cover stammt aus dem Film Feuer und Eis. Ich weiß jetzt nicht, was Death Dealer für einen Bezug zu Feuer und Eis hatte. Ich habe den Film nicht gesehen. Der sah aber auch ziemlich lame aus. Kommen wir zu Frank Frazetta an sich. Frank Frazetta hat schon angefangen, im Jahre von 2 Jahren Ölbilder zu malen. Ganz genau, Ölbilder. Und das hat er einfach mal so ohne Vorlage gemacht. Früher hat er noch mit seinen Bildern 300 Dollar verdient. Wartet, ich suche euch gerade mal schnell die Biografie über den werten Frazetta. Die meisten Kunstkritiker können es immer noch nicht akzeptieren, dass er es innerhalb von einem Abend geschafft hat, ein Ölgemälde ohne Vorgaben oder irgendwelche Hilfsmittel von anderen einfach fertig zu machen. Aber wenn ihm eins noch mehr liegt als das Zeichnen, ich meine das Malen, dann ist es ganz klar das Schreiben. Ich meine, wer Conan erfunden hat, muss schon so einen Titel haben. Der Kerl hat auch übrigens sein eigenes Museum. Später aber verstarb er dann im Jahr 2010. Dann war dies hier sozusagen sein Erbe gewesen, sein letztes Werk. Frank Frazetta Death Dealer. Ich kann euch nur wirklich sagen, Leute, die von so einer harten Scheiße wie Spawn nicht genug kriegen, sollten hier zugreifen. Und die Figur hat schon übrigens eine kleine Ähnlichkeit mit dem Wikinger-Spawn, wollte ich nur mal erwähnt haben. Frank Frazetta Death Dealer kostet 20 Euro. Eigentlich sind nur 85% aller Seiten ein Comic, der Rest besteht nur aus den Gemälden von Frank Frazetta. Aber ich finde, sowas muss man schon mit reinklatschen. Und was mir auch immer gefällt, ist, wenn man das Cover nochmal bei einem dicken Comic auf die Seite kopiert. Ein wunderschöner Comic, Death Dealer.